Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück bei Rise of the Tomb Raider, wo wir uns theoretisch schon auf den Weg nach Kitesh machen könnten. Rein praktisch gesehen ist uns aber dieses bescheuerte Tor hier im Weg. Und ja, heißt jetzt also, wir müssen darüber zu diesem Katapult, was die ganze Zeit schon so lustig am Herumballern ist. Denn wer zur Hölle das auch immer bedient, ist zu dämlich, das Tor noch ein zweites Mal zu treffen. Obwohl wir hier mitten davor stehen, aber nee, anscheinend ein zweites Mal schafft er es nicht, dass er uns hier nochmal trifft. Das geht auch wieder daneben. Tja, du bist ein Vollidiot. Deswegen muss ich jetzt einfach mal deinen Job übernehmen. Dazu, oh hey, 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 hey. Verpiss dich. Runter mit dir. Nicht hier hochkommen. Hey, da ist noch eine Kiste. Wir werden zwar gerade von einem Katapult beschossen, aber egal. Dafür ist Zeit. Der mongolische Soldat musste autark sein. Genau, autark bin ich auch. Oh, hier schießt jemand einen Pfeil auf mich. Das finde ich aber nicht so geil. Kommt der Typ hier eigentlich nochmal hoch, oder? Ey, what the shit, der schießt mit fucking griechischem Feuer auf mich. So, den da hinten machen wir mal weg. Von dem muss ich mich nicht unbedingt noch weiter beschießen lassen. Oh je, meine, hier explodiert alles. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Und hopp, oh, das ging voll daneben. Yippie! Au! Ach, jetzt auf einmal trifft er mich wieder, hä? Vorhin die ganze Zeit daneben geballert und jetzt auf einmal trifft er mit dem bescheuerten Katapult wie ein Scharfschütze. Ist ja klar. So, wo ist denn das eigentlich? Da oben muss ich hin. Nur, nein! Falsche Waffe. Verpiss dich, verpiss dich. Alter, stirbst du mal. Au. Jetzt ballert mir hier schon wieder irgend so ein Penner einen Pfeil. Mitten in die Fresse. Wo stehen denn die alle? Ach, da hinten steht noch einer. Ich sehe dich. Aber ich treffe dich nicht, weil ich einfach zu dämlich anscheinend dafür bin. Alter, wie viele schießen denn hier? Ist das natürlich doof, dass ich nicht irgendwie ein Scharfschützengewehr oder irgendwas so in der Richtung habe. Au! Alter, jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber. Ich hol mir meine verschissenen Granaten. Die bekommst du jetzt mal voll in die Fresse. Ja, natürlich, der überlebt das auch noch. Boah, ey. Boah, ey. Alter. Na endlich. Zumindest mal einer weg. Ach du meine Güte. So, da schießt aber noch einer da oben. Wollte nicht ein bisschen weiter, wobei ich kann. So, mal einer weniger. Das sollte für den zweiten reichen. Muss ich nur noch den einen Pisser da oben. Oben erwischen, oder sehe ich ihn aber nicht mehr. Ach, jetzt wieder. Ja, das kennt er neben. Ach, scheiß auf den einen Typen. Hups, hier will ich aber nicht entlang. Hup, 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 hup. Hey, mitnehmen. Mitnehmen, Lara. Pack ein. Geht doch. So, Frage ist natürlich, wie komme ich überhaupt da hoch? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Na gut, ich habe zumindest hier mal eine Kiste. Nur, wie komme ich auf den bescheuerten Turm hoch? Ah, oh, ich glaube, ich sehe schon einen Weg. Dafür muss ich aber hier irgendwie aufs Dach. Und ich glaube, hier sollte ich hochkommen. Ich hoffe nur, dass mit der Sack da oben. Ich glaube, hier trifft er mich nicht. Das ist gut. Wobei, kann ich hier eigentlich auch gehen? Upp. Hier nach links geht, glaube ich, nicht, oder? Ist, glaube ich, nicht drin. Aber zumindest ein bisschen Holz. Immerhin. So, ich kann mir aber hier doch mal einer. Ja, Nummer 2. Das sollte sich ausgehen. Nummer 3.
So, hier rüber. Und zu dem. Und wohin springe ich jetzt? Kann ich mich hier festhalten? Ich hoffe einfach mal stark darauf. Ja, es geht. So, und hier oben müsste ja theoretisch jetzt noch irgendwo der andere mit seinem bescheidenen Bogen stehen. Da kommt er schon. Ach, da kommt auch noch einer mit Schwertern. Oje. So, bitte mal schnell nachladen. Hallo. Sackgesicht. Und ich habe einen neuen Fähigkeitenpunkt, aber leider momentan kein Lagerfeuer in der Nähe. Naja, heben wir uns für später auf. So, jetzt muss ich hier irgendwie dieses Katapult hier ausrichten. Nur, wie mache ich denn das wieder? Das wird sicherlich... Oh! Ey! Ey! Au! Oh, oh! Nach unten! Ich spring nach unten, Lara. Der hat mich ein bisschen überrascht. Oh nein, ich stehe direkt neben dem Fass. Oh, da ist er! Hahaha! Tja! Oje! Furchtlos? Ja, ich bin ich tatsächlich. Oh, der lebt ja noch immer. Na komm, schlag zu. Dann weiche ich wieder aus. Gib dir nochmal eine mit. Mann, wie viel überlebst du eigentlich? Alter, der Typ ist... Ach, jetzt gehst du mir aber schon am Sack. Mann, 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 ey. Ich muss das Tor niederreißen. Jupp, das ist der Plan. Jetzt, wo ich endlich mal ein bisschen Ruhe habe. Sollte das auch kein Problem mehr sein. Ah, hier kann ich was machen. Okay, ziel mir mal. Ich schätze mal, wenn ich das... So ist besser. Schuss aufladen. So, treffe ich oder schieße ich genau durch das Loch in der Tür? Könnte passieren. Aber sieht gut aus. Ja, endlich können wir mal durch. Geschafft. So, jetzt muss ich nur noch wieder den Weg zurückfinden. Wobei, was sehe ich denn hier gerade? Naja, nehme ich die AK, dann könnte ich das ja... Kann ich doch nicht. Brauche ich hierzu Feuer? Nee, ich glaube, hierzu brauche ich Sprengstoff. Ja, genau. Da hat das Boom gemacht. So, was gibt's hier? Oh, noch eine Glocke. Wegschneiden. Sollte ich jetzt ja eigentlich alle haben. Ja. Auf der Suche nach Ärger. Schließe 5 Herausforderungen ab. Ich habe keine Ahnung, wie viele Herausforderungen es in dem Spiel eigentlich gibt. Aber ich kann, glaube ich, jetzt schon mit voller Zuversicht sagen, ich habe nicht alle. Die Halskette einer Frau aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Ja, dann gleich mitnehmen und wahnsinnig teuer verkaufen. Und dann ein schönes Leben sich machen. Und nie wieder in alten, staubigen Katakomben herumkriechen. Ach, wäre das nicht schön, Lara, hä? Anstatt sich mit irgendwelchen unsterblichen Pennern herumzuschlagen, einfach irgendwo gemütlich am Strand liegen, nebenbei den Laptop und irgendwas zocken. Der muss natürlich sein. So, gibt es hier jetzt irgendwie einen schnelleren Weg, wie ich hier runterkomme? Das sieht hier eigentlich gut aus. So, hopp und hopp. Oh, da klettern wir gleich so hoch. Meine Stufen gehen ist ja langweilig. Das machen nur Leute, die nichts drauf haben. Nee, nee, ich nehme schon den cooleren, aber doch umständlicheren Weg. Aber er sieht halt cooler aus. Und das ist das Wichtigste. Neues Basislager. Oh, das ist tatsächlich ein Lager. Hallo. Was kann ich denn aufbessern? Was kann ich hier eigentlich noch machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Sofort ich es aufstemmen. Brauche ich nicht. Ich kann mir die Schrotze nicht aufbessern.
Vorbote, vollautomatische Schrumpfende, seit wann habe ich die denn bitte? Und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder. Mann, die sieht ja aber nett aus eigentlich. Ich wünschte. Und da kann ich sogar noch was aufbessern. Erhöhte Schussfrequenz oder Munitionskapazität. Nehmen wir die Schussfrequenz. Und ich glaube, die Waffe behalte ich mir mal. Und natürlich haben wir noch einen Fähigkeitenpunkt. Den dürfen wir nicht vergessen. Wobei ich sowieso nicht mehr so richtig weiß, wo ich das zur Hölle noch alles reinstecken soll. Ich meine, ich habe zwar noch genügend Stuff zum Freischalten, aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich schon erledigt. Ah, erledigen Sie Feinde mit Rüstung sofort. Das hätte ich vorher brauchen können. Also nehmen wir das gleich mal mit. Vielleicht wird es ja nochmal wichtig. Jetzt muss ich mir aber gerne mal meine Schrotze angucken. Das ist eine Schrotflinte. Tatsächlich. Ups, ans Lager wollte ich mich eigentlich nicht setzen. Wollte eigentlich nur mal nachladen. Wobei, wenn wir schon am Lager sind, kann ich ja auch noch mal schnell gucken wegen meiner Munition. Naja, zumindest Granatenpfeile kann ich mir machen. Die hier. Die ist voll. Das ist voll. Das kann ich nicht. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Wohin denn jetzt? Ich glaube, hier ist mal total falsch. Trotzdem gucke ich mal lieber nach. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Naja, intakt würde ich als was anderes bezeichnen, aber na gut, wenn du meinst. So, kann ich hier eventuell durch? Aufballern wird hier glaube ich nicht gehen, oder? Ich glaube nicht so wirklich, da müsste ich glaube ich von der anderen Seite wieder mit dem Seilbogen ran. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Okay, okay. Hier runterspringen wäre nicht so geil. Ja, ich glaube, mir bleibt echt nichts anderes übrig, als hier den großen Hauptweg zu gehen. Da liegt ja einer. Oh, panzerbrechende Pfeile. Die werden doch sicher praktisch. Wahrscheinlich genau jetzt. Ach ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist sowas von klar. Au. Ey, 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 Leute. Hört mal auf damit. Ich stehe hier mitten im Feuer, aber immerhin habe ich den Penner trotzdem. Ja toll, der fliegt nicht um. Ach, leck mich doch am Arsch. So, der sollte jetzt eigentlich tot sein, oder? Ne, ist er nicht. Wieso habe ich mir gerade vorhin die Fähigkeit ausgerüstet? Wenn das dann trotzdem nichts bringt. So, hier komm her, hier komm her. Lauf mir nach. Lauf mir nach. So. Du bist auch weg. Huh, wer kommt denn jetzt? Treffe ich damit hoch? Kann ich, aber ich glaube, ich habe dich viel zu weit geworfen. Nee, hat doch gepasst. Oh, Herr da. Ach, leck mich doch am Arsch. Au. Oh, oh, oh. Kommt mal her, Freunde. Hier, schön zu den roten Fässern. Hui, du bist ganz schön schnell. Okay, der ist mal weg. Oh, oh. Hui, ducken. Wieso schießt ihr alle auf mich? Hier, komm her. So, das Fass noch aufgebraucht. Toll, es kommen noch immer mehr. Ja, natürlich kommen noch immer mehr.
Na toll, nachladen. Ui, Jemini. Toll, mal mitten durch das Feuer. Alter Schwede. Da habe ich keine Muni mehr, oder was ist los? Ich habe ja keine Muni mehr. Ja, das ist ein Scheiß. Toll, ich gehe hier doch sicherlich drauf. Alter. Ich kann nichts herstellen. Warte, wieso denn nicht? Und mehr als hier die ganze Zeit im Kreis laufen, ist auch nicht drin, hä? Oh, ist irgendeiner hinter mir? Natürlich ist da noch immer einer. Willst du nicht mal hier ein bisschen durch die Mitte laufen? Hier? Ja, so, genau. Dankeschön. So, ist der Scheiß jetzt endlich mal bitte bald mal vorbei? Ach, na Gott sei Dank. Hast geschafft. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Wie wäre es mit dem einen, was die ganze Zeit auf mich geballert hat? Meine Fresse, war das ein Kampf. Ich hasse diese unsterblichen Penner. Meine ganze Munition ist weg. Ach, jetzt habe ich auf einmal wieder welche. Da fragt man sich natürlich aber auch irgendwie, wieso droppen die Schrotflintenmunition? Das ergibt doch auch irgendwie keinen Sinn. Ich meine, ich sage nicht nein. Aber es ergibt halt einfach keinen Sinn. Da könnte ich mir noch was basteln. Brauche ich aber momentan eigentlich überhaupt nicht. Kann ich hier durch? Sieht verschlossen aus. Dann schätze ich mal auf der anderen Seite lang. Hier kann ich mal drehen. Okay, ich schätze mal grob. Damit werde ich jetzt diese Tür hier öffnen. Tja, habe ich gut geraten oder was? So schnell durch, bevor der Scheiß wieder zugeht. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Okay, welches von den bescheuerten Katapulten hat ja eigentlich auf mich geschossen? Ich weiß es gar nicht. Aber überhaupt, bevor wir auf Katapultsuche gehen, mal hier noch schnell alles abchecken, wo vorhin die ganzen Gegner standen. Besonders diese bescheuerten Bogenschützen. Ich glaube ja auch... Nee, Moment mal, was kann ich hier machen? Ach, hier kann ich doch was spannen, oder? Oder geht das von hier aus nicht? Ach, probieren wir es einfach mal. Nee, das muss ich von der anderen Seite machen. Okay. Aber ich sollte theoretisch zumindest mal hier durch können. Jupp. Und Sprung. So, was habt ihr denn auf dieser Seite für mich? Gar nichts. Nee, hier muss ja irgendwas sein. Ach, eine Kiste. Okay, immerhin. Eine Vase. Gefertigt aus Silber. Sie weist starke Abnutzung seines Propheten. Sie müssen begonnen haben, Handel zu treiben. Okay, eine Vase. Mir wäre zwar irgendwie eine Minigun oder ein Raketenwerfer lieber gewesen. Aber na gut. Eine Vase ist doch auch ganz hübsch. So. Okay, wie komme ich von hier aus jetzt weiter? Hä? Bin ich jetzt echt so dermaßen verwirrt? Hier runterspringen wäre, glaube ich, nicht so clever. Außerdem ist das der Weg, von dem ich gekommen bin. Was? Da hinten könnte ich doch eigentlich lang. Ah, oh, da oben sehe ich es. Ja, dann schwingen wir uns hier mal rüber. Und ich hoffe, ich überlebe das. Au. So, das machen wir mal sicherheitshalber auf. Dann weiter in Richtung der Katapulte. Ja, und hier muss ich mich festhalten. So, momentan noch alles ziemlich ruhig hier. Frage ist natürlich, wie lange wird das so bleiben?
Wobei er die eigentlich mittlerweile mitgekriegt haben müssen. Dass sie gegen mich eigentlich keine Chance haben. Und sich deshalb vielleicht einfach mal verpieseln sollten. Okay, ich glaube, ich muss das hier irgendwie darüber springen lassen, dass es mir das Eis hier weghaut. So sieht zumindest mal der Plan aus. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich guter Plan. Also schwing dich mal darüber. Scheiße. Ich hätte mir hier jetzt mal echt ein bisschen mehr Krawall erwartet. Aber anscheinend nicht. Aber hier mal reinhauen. Ne, da kann ich mich nicht festhalten. Ah, so geht's doch. So geht das doch. Ist ja easy. Jetzt muss ich mir hier wieder mal ein paar Pfeile postieren. Also besser gesagt platzieren. So, ich würde mal sagen, einen hier. Einen da. Einen da. Und machen wir noch einen da. So, Pfeile sind platziert. Heißt also, in der nächsten Episode können wir dann hoch zum Katapult. Das Tor dort hinten aufsprengen und dann uns vielleicht endlich mal wirklich auf den Weg zur Quelle des ewigen Lebens machen. Und ja, bis dahin sage ich mal Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.